Conny und heute zeige ich euch noch die letzten Runden der Boden ist Lava aus dem letzten Livestream. Mit dabei ist natürlich wieder Crafter und in diesen Runden haben wir die Lava sehr viel schneller eingestellt, um es spannender zu machen. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß! Jetzt geht's los mit dem Kämpfen. 18 Spieler sind am Leben. Oh, der eine hat sich ein RP-Tool mitgenommen, die Laterne, um besser zu sehen. Ja, ich hab's gesehen. Aber die RP-Tools bringen dir jetzt auch nicht so viel, wenn du stirbst. Das stimmt. Die Wallhacks sind aktiviert, man sieht alle Spieler. Ihr solltet wirklich hochgehen, die Lava kommt sehr schnell. Die Lava kommt, Roblox-Spieler 14.02 ist draußen. Diesmal hat es nicht so lange ausgereicht, aber das sind jetzt auch sehr schnelle Runden. Mal gucken, ich will sehen, wie die Leute da unten an der Lava sterben. Damit ihr einmal seht, die Lava ist hier. Ah, wird das was? Gott, oh, du bist schon Lava. So low. Da ist jemand schon so low. Uiuiuiui. Und. Okay, alles klar. Diese schaukelnden Laternen sind auch lustig, wenn man von denen erwischt wird. Oh Gott. Ist er tot? Er ist gestorben. Er ist an der Lava gestorben, bevor er die Leiter erreicht hat. Nein. Okay. Noch drei Spieler am Leben. Einer da hinten? Warte, was? Hat jemand einen Weg gefunden, sich unter die Lava zu glitschen? So wie es aussieht. Nee, warte, in der Lava. Der ist in der Lava drin. Ich komme nicht durch. Okay. Drei Spieler verbleibend, aber das hier ist. Okay. Vielleicht hat er einfach nur. Okay, er ist tot. Er ist gestorben. Vielleicht hat er einfach nur sehr, 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 sehr schlechtes Internet. Okay, FN4F Forever. Du hast gewonnen. GG für den Sieg. Alles klar, wir setzen dich zurück und wir versuchen einfach dir mal was abzukaufen. Wenn es nicht funktioniert, dann kommst du natürlich wieder auf unsere Liste und du kriegst nachher ein bisschen was. Arena zurücksetzen. Tut mir leid, die stehen hier schon, die warten hier schon. Guck mal. Die warten ja schon, die wissen jetzt, dass wir spawnen. Okay, warte, von wo kommen die neuen Spieler? Von dort, ne? Guck mal, jetzt ist ja ein kleiner Panda. Guck mal vor dir. Oh, noch ein kleiner Panda. Ah, das ist Absicht, das ist die vorhin Super Happy Face anhatte. Ah, jetzt wissen wir, wie du an Super Happy Face gekommen bist. Einfach alles für die Robux machen. Komm, mach ich. Ich gebe dir die 30 Robux. So, Darkshot, da funktioniert es immerhin. Okay, wie funktioniert das, Donaten? Augenblick, warte, ich finde die Gewinnerin gerade in der Liste nicht. Wir suchen dich immer noch. FN4F, please, wo bist du? Nee. Warte mal. TPMFN. Okay. Wo ist Conny jetzt? Warte, wo ist sie? Ah, hier. Hat sie das Spiel verlassen? Das wird eine richtig schnelle Runde, weil ich habe gerade 10, 10, 10, 10 eingegeben und das bedeutet 10-fache Lava. Oh Gott. Okay. Leute, ihr müsst ganz schnell nach oben finden. Ganz schnell. Leute, wirklich. Ich verfolge einfach mal hier. Sion, mal gucken, ob du schaffst. Und. Warum ist das Licht an? Also jetzt. Ja, das Licht geht an, wenn der Kampf losgeht. Ah. Mhm. Oh, Fahrstuhlbattle. Okay, 16 Spieler verbleiben. Desant ist gestorben. Sion läuft hoch. Ist, ne? Hier läuft jemand hoch. Jeder, der noch unten kämpft, schnell hoch. Lava, 10-fache Geschwindigkeit. Die Lava ist euer Feind. Ihr müsst schnell nach oben finden. Wirklich. Oh, da schießen Leute mit den Orbs. Ihr müsst höher. Also das, ich weiß nicht, ob du da überleben kannst. Bauerngirl, aber wenn du es schaffst, natürlich GG. Die Lava kommt sehr schnell. Noch 10 Spieler verbleibend und die Lava ist schon halb durch. Noch 8 Spieler verbleiben, 7 Spieler verbleiben, Tirolizzi ist tot, Dominik ist tot, Bacon Bro ist tot, 5 Spieler verbleiben, 4 Spieler verbleiben, Bauerngirl ist gestorben, die Leute sterben an der Lava und L30VV hat gewonnen. Da unten ist er. Warte mal, L30VV, hat er nicht die erste Runde gewonnen? Nee, guck mal, seine Skin. Also. Irgendwo kommt er mir bekannt vor. Ah, dann habe ich ihn vielleicht schon mal donated. G, du hast es geschafft in dieser Runde, die maßgeblich von der Lava bestimmt wurde. Also alles, was auf seinem T-Shirt das sagt, könnte gerade seine Reaktion wiedergeben. Ja. Also. Hatte letzten Sonntag gewonnen. Ach so, deswegen. GG dann. Ich sag dann nochmal Arena zurücksetzen. Okay, ich donate. Ah, den Artikel mit 219 besitze ich bereits, dann 160. Dann kaufe ich das für 160. Ich habe 339 gemacht. Alles klar. Dann hast du jetzt auf jeden Fall gute Donations bekommen. 339 plus 160 Robux. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt für dich zu gewinnen. Auch wenn jetzt eher Geschwindigkeit gefragt war und weniger Geschick. Und schreibt in den Chat, wie schnell soll ich die Lava einstellen für das The Floor is Lava Game. Soll es mit normaler Geschwindigkeit kommen oder mit sehr schneller Geschwindigkeit? Schreibt mal eine Zahl von 1 bis 10 in den Chat, wie schnell die Lava sein soll. Also 10 ist wirklich, also solltet ihr vielleicht nicht machen, weil das ist ein bisschen zu hart. 15, alles klar, 15, 20, 2, 4, 5, 5, 3, 30, 10, 2, 5, 5 schreiben viele. 5 scheint ein guter Pick zu sein. 6, 5, 5, 7. Okay, 5 wird es sein. So, und in der nächsten Runde wollte ich ein pures The Floor is Lava ohne Waffen machen. Aber ich habe das nicht hinbekommen ohne Waffen. Also, dann doch mit Waffen.
Wir spielen jetzt The Floor is Lava. Wer wird gewinnen bei fünffacher Geschwindigkeit? 2, 1 und... Oh, es gibt doch Schwerter. Nein! Es wurde auch das Schwert verteilt. Na gut, dann werden wir ja sehen, wer jetzt überlebt. Ja, wir sehen, wer jetzt überlebt. Der Boden ist trotzdem Lava. Okay, Benosaurus lebt noch und... Okay, da hinten ist wohl jemand an der Lava gestorben. Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Fünffache Geschwindigkeit. Okay, Jeromiki, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, das war Arena mal wieder zurücksetzen. Okay, du kriegst dann deine Donation. Ich suche, warte, TP... Oh, TP, Mi... Gero. Ja, okay. Dein Stand lädt jetzt. Naja, und Jeromeniki hatte noch keinen Game Pass erstellt. Er hat sich während des Streams dann noch das Video angeguckt, einen Game Pass erstellt und ich habe den später noch gekauft. Es geht jetzt wieder los. Die Lava ist mal wieder sehr schnell unterwegs. Oh, kannst du mich mal versuchen zu töten mit einem Schwert oder so? Ja, ich weiß nicht, ob ich... Ich habe Waffen. Ah, weil du das Boss-Tool hast. daran habe ich nicht gedacht. Die normalen Waffen, das ist die Sache mit dem Boss-Tool. Ich wollte auch einstellen, dass man, wenn man das Boss-Tool hat, nicht vom Boss-Tool Recoil getroffen wird. Aber ich dachte mir, dazu kommt es auch eh nicht. Jetzt kam es dazu. Okay, du musst mir sagen, wie viele Leute noch am Leben sind. Ich kann das nämlich 12. nicht mehr herausfinden. Lava ist gerade gestorben. Ja, okay, Leute sterben jetzt. Hier unten kämpfen die Leute episch. Hier oben 10. hat sich schon 9. jemand vor der Lava geflüchtet. Die Lava kommt schnell da unten. Schafft es hoch, schafft es hoch. 8. Noch 8 Leute am Leben, okay. Alter, wie das Ding gerade über mich rüber 7. bounced. Ah, schaffst du es, schaffst du es, schaffst du es? Schafft das? Ich weiß nicht, ob der schafft. Oh. Er hat es noch geschafft, okay. 6. Noch 6 Leute am Leben. 2 hier, 2 da. Einer 5. da hinten. Augenblick. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was für ein Move. Oh, 4. Oh mein Gott, was für ein Move. Wenn er es schafft. Warum liegt es bei mir so? Wenn er es schafft, die an... Oh, vielleicht gewinnst du wirklich, weil du so weit oben bist. Das 3. ist eine gute Strategie. Jemand klebt genau an der Decke. 2 Leute haben mit der Lava zu kämpfen. 2. Jemand ist auf der Laterne, stirbt jetzt am Feuer, oder? Stirbt er am Feuer? Ja, er gewonnen, ist am Feuer Alter. Gestorben. Hier vorne, er hat gewonnen. Hier ist unser Gewinner. Er hat es tatsächlich geschafft, als ob... KDL, einen Augenblick. Ich muss mir deinen Namen erstmal notieren, weil den kann ich mir auf jeden Fall nicht merken. So. Hab schon hab schon gewonnen letzten Sonntag. Dann GG, dass du jetzt nochmal gewonnen hast. Du wirst auf jeden Fall jetzt nochmal eine Donation bekommen, es sei denn, es gibt wieder diesen blöden Bug. Arena zurücksetzen. Ich habe eine Frage. Ja? Er will mir erzählen, er hat letzte Woche gewonnen. Ja. Und er trägt immer noch Jojo Croft AP Merch und kein Club Base. Also. Obwohl er Robux bekommen hat. Ja, das ist aber schon eine Frechheit. Also. Du hast sogar Robux. Wobei, es dauert ja eine Weile, bis man die Robux gut geschrieben bekommt. Eine Woche, da hat er sie locker schon. Nee, 2 Wochen tatsächlich neuerdings. Inzwischen 2 Wochen? Ja, die wollen sogar auf einen Monat fast machen. Ich verstehe es irgendwo, aber es wird dann immer schwieriger, mir den Leuten zu erklären, dass sie die Robux noch nicht bekommen haben, weil, als ob du, jetzt mach da mal ein bisschen was teurer. Es kann doch nicht sein, dass du letzte Woche gewonnen hast, insgesamt 43 Robux gespendet bekommen hast. Bitteschön, 6S, wuhu, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich kann das alles nicht kaufen, weil ich schon alles gekauft habe. Ich hol den 6S du nächstes. Bitteschön. Yay. Woo. Yay. Hab 4 Leute gekillt und wurde von Boss-Tool getroffen. So unfair. Crafter? Ich hab gar nichts gemacht. Ich stand neben dir die ganze Zeit. Okay. Dann wurde du wahrscheinlich nicht vom Boss-Tool getroffen, sondern vom normalen Orb von einem anderen Spieler. Okay. Und wir machen jetzt noch eine letzte Runde. Machen wir diesmal die Lava ein bisschen langsamer. Nur zweifache Geschwindigkeit. Zweimal so schnell. Also, das wird ein bisschen dauern, ne? Wird ein bisschen dauern. Okay. Hättest du den Thanos-Tool rein theoretisch reinmachen können. Stimmt, macht das hätte ich Damage, machen können. Das wäre lustig für The Floor's Lava. Das können wir im nächsten Stream machen. Ja. Ich bin immer rausgeflogen, als ich reinkam. Das ist mies. Aber guck mal, jetzt... Ja, okay. Okay, er fährt hoch. Victor ist gestorben. Gerade Victor? Ja, Victor 33p also. Oder so, habe ich gerade live beobachtet. Der Boden wird heiß. Es fängt an zu blubbern. Roblox-Spieler 14.02 ist immer noch unten, hä? Roblox-Spieler, was denkst du dir dabei? Okay, hier oben wird immer noch gekämpft. Diese Brücke scheint sehr beliebt zu sein. Hier wird immer gekämpft auf der. Hier nicht so. In der Mitte, ich find diesen Ort hier viel cooler. Und der ist auch viel zugänglicher wegen dem Fahrstuhl. Aber hier ist irgendwie nie jemand. Wer ist denn schon... Oh, da hinten. Ich sehe 2. Oh ja, da will jemand die Erfolgsstrategie vom letzten Mal nachmachen. Aber vielleicht ist es diesmal nicht so eine Erfolgsstrategie, weil die Lava diesmal langsamer ist. Auf jeden Fall hat Tim hier diese mittlere Plattform für sich ganz alleine. Und der Fahrstuhl ist irgendwie einfach überkopft. Aber okay. Hier oben wird immer noch gekämpft. Er wird versteckt, noch 7 Spieler am Heben. Oh, hier oben. Oh, mit den magischen... hier oben. Ha? Ja, hier hängen die Leute. Aber sie wollen scheinbar auch nicht kämpfen. Sie wollen einfach nur überleben. Ja, also die Frage ist, wer wird es schaffen? Oh, da hinten ist gerade wer... Ja, noch 4 Spieler am Leben. Hier sind 2. Hier ist einer. Und Augenblick. Wie bist du denn hier dazwischen gekommen? Aber da hast du... Ja, da bist du irgendwann tot.
Oh! Oh, ich glaube, hier sterben gleich welche. Da sterben gleich zwei Leute. Und, okay, okay, wir sehen schon den Gewinner. Wir sehen schon den Gewinner. Er ist da hinten und... Oh, Tim versucht zu überleben. Oh, schafft das auf die Säule? Oh, schade. Das wär's, wenn das auf dieses Decksäule hier noch geschafft hätte. Teddybär hat überlebt. Okay, Alice Player 62. Das sagt mir... Ach, deswegen! Als ob! Teddybär. Ja, Teddybär. Ich bin's, Tim. Du hast es schon wieder geschafft. Alles klar. Also nicht, du hast es schon wieder geschafft. Am Anfang hast du es geschafft, uns zu überreden. Einfach nur durch deinen Skin. Okay. Arena zurücksetzen. So, das war dann die letzte Runde hier. Und Tepemi Alice. Gut, ich mache einmal schon mal alles bereit, ja? Jo, ich folge dir zu deinem Stand und donate dir dann natürlich nochmal, weil jetzt hast du es dir auch noch verdient zu gewinnen. So, dann zeig mir einfach mal deinen Stand, den du geclaimt hast. Oder stell mir einen neuen. Hier, okay. 1000 Robux sind eine Menge. Crafter, hast du vielleicht 1000 Robux? Ich habe 1000 Robux. Schreib auf, dann donate ich ihn gleich. Okay, du kriegst 1000 Robux. Von mir kriegst du nochmal 50 hier. Und ich schreibe deinen Namen auf, damit du dann noch die 1000 bekommst. Warte, weil hier so. LS Player 62. In Klammern, Azrael. Bist du... Okay, dann muss ich die gleich mit Manuel geben. Er kriegt gerade gut Robux. Er kriegt noch was von Ben donated, von Aldef. GG. Danke auch an alle, die den anderen Leuten noch donaten. Das wär's dann erstmal mit Donate Us. Wir gehen gleich rüber in das Spiel von Crafter. Und dort spielen wir mal eine Runde Hide and Seek. Und wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr in den alten Livestream reinschauen oder wartet noch ein paar Tage ab, bis das Video dazu online kommt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal, abonniert auch gerne Crafter. Bis dann und ciao!